umfassendes und vor allen Dingen praxistaugliches Farbwissen lernen von zu Hause aus und in wenigen Stunden farbsicherer werden. Denkst du, das ist ein Traum? Nee, das ist Realität. Und ich sag dir auch warum. Eine Kollegin, die ich ausgebildet habe vor einigen Jahren, erzählte mir oder gestand mir fast, dass sie direkt nach der Ausbildung noch ein Studium angeschlossen hat, ein Farbstudium. Sie hat einen Ordner durchgearbeitet, hat viel Zeit investiert, sie wollte noch mehr lernen und dachte, es gibt doch noch mehr. Mit dem Ergebnis, nö, nicht mehr viel mehr. Und sie hat 1000 Euro ausgegeben und der Mehrwert war gleich null. Aber der Markt suggeriert, dass die Theorie ganz umfassend sein muss, am besten noch auf ein ganzes Jahr gestreckt und dass man ganz viel machen muss, um diese Theorie überhaupt zu verstehen. Und natürlich ist es dann klar, dass jemand, der sehr gewissenhaft arbeitet, das vielleicht auch gerne umsetzen möchte. Und hier selber erinnere mich auch noch, als ich meine Ausbildung vor 20 Jahren gemacht habe, dass ich versucht habe, meinen Kunden das ganze Wissen mitzuteilen, sie fast auszubilden. Und da hatte ich einen Kunden schon ganz zu Beginn, der hat mich sehr brüsk unterbrochen in meiner ganzen Ausführung und gesagt, Frau Weidminghaus, kommen Sie zum Punkt, das interessiert mich nicht die Bohne. Oh, das war echt ein Ding und ich stand ganz schön doof da. Aber ich bin dem Herrn heute noch dankbar, denn von diesem Moment an habe ich das, was so aus meinem Mund herauskam, wirklich nochmal genau mitgedacht und überlegt, ob das wirklich eine Relevanz für die Kunden auch hat und ob es auch umsetzbar ist. Und dadurch habe ich so viel gelernt, viel Wissen, denn wer möchte schon 20 Jahre Farbgeschichte vermittelt bekommen in der Beratung, auf immer weniger zusammenzudrücken und eine Essenz zu bilden und die dann den Kunden auch mitzugeben oder mitzuteilen. Und das gilt für die 1:1-Beratung, das gilt für Seminare, das gilt für Vorträge auf Bühnen und das gilt auch für meine Ausbildung natürlich. Dazu ist die ganze Gesellschaft im Wandel. Das heißt, auch Unterrichtsmaterialien müssen immer wieder aktualisiert werden. Denn das, was in der Gesellschaft sich ändert, hat große Auswirkungen auf die Kleidung. Und deshalb sind alle Unterrichtsmaterialien immer top aktuell und nehmen das auf, was gerade an Herausforderungen einer Farbberatung auch wichtig ist. Und deshalb profitierst du auch gleich mit diesen Online-Kursen. Die bestehen aus zwei Teilen. Du hast einmal den theoretischen Bereich, da geht es einfach um die ganzen theoretischen Inhalte. Hört sich langweilig an, ist es aber nicht. Denn es hat natürlich mit uns Menschen auch zu tun. Du hast viele Bilder, du hast ganz logische Erklärungen, auch Grafiken. Du verstehst sehr, sehr viel hinterher darüber. Und es macht richtig Spaß, sich das auch anzueignen. Natürlich bekommst du auch ein Skript, ein farbig gedrucktes Skript, was du zur Unterstützung dazu nehmen kannst und lesen kannst und auch immer wieder nachschlagen kannst. Und du lernst die Beratungsmythen mal von der Pike auf kennen, die an vielen Stellen immer noch vermittelt werden, die in irgendwelchen Frauenzeitschriften stehen oder auch in vielen Ausbildungen noch vermittelt werden. Nämlich, gelbe Haut ist nicht immer warm. Gelbe Sommersprossen bedeuten nicht warmer Farbtyp. Grüne Augen bedeutet nicht Herbsttyp. Also, das sind so viele Dinge, die immer noch so vermittelt werden, die aber überhaupt nicht stimmen. Und das kann man auch ganz leicht erklären. Und es ist vor allen Dingen sehr leicht eingängig und verständlich. Es gibt sehr gute Studien darüber. Ich habe mich damit beschäftigt. Und das Wissen bekommst du vermittelt. Der zweite Teil ist der praktische Teil. Denn du sollst ja auch einen Einblick in die echte Beratungstätigkeit bekommen. Da haben wir eine echte Kundin gefilmt mit aller Vor- und Nachbereitung, sodass du erlebst, wie reagieren denn Kunden überhaupt, wenn mit den Tüchern gearbeitet werden. Du lernst mit Vorbehalten umzugehen, Einwänden zu begegnen. Du erlebst die Tücher in der Aktion, auch die Systematik, die Didaktik dahinter, wie wichtig die Beratungsdidaktik von Farbtüchern ist und so weiter und so fort. Ich könnte noch viel erzählen. Aber in dieser Playlist hast du ein paar Beispiele aus diesem Videokurs sozusagen, aus dem praktischen Teil und kannst einfach mal hineinschauen und dich inspirieren lassen. Ja, und deshalb zöger doch nicht. Starte noch heute mit dem Online-Kurs, dann kannst du gleich loslegen. Und wie das geht? Ganz einfach. Du füllst da unten das Kontaktformular aus und vereinbarst gerne einen
individuellen und kostenfreien Strategie-Gesprächstermin, wo wir dich auch beraten können, was wirklich sinnvoll für dich ist. Und dann kannst du direkt loslegen. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Thema Farbe. Tschüss!